Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Planet Zoo und endlich geht es los. Endlich ist der Release-Termin, endlich bin ich zu Hause. Ich muss mal ganz kurz eine Story erzählen und zwar, ich arbeite sehr gerne in dieser Firma. Ich mache auch sehr gerne Überstunden, da habe ich null Probleme mit. Aber ausgerechnet heute, normalerweise habe ich so 15, 15:30 Uhr Feierabend und heute hatte ich erst um 17.30 Uhr Feierabend. Ich saß auf heißen Kohlen in der Firma, aber Arbeit geht natürlich vor. So, und jetzt freue ich mich einfach auf dieses Spiel. Gestern im Stream haben wir ja schon überlegt, worauf freut ihr am meisten? Viele haben gesagt Karriere. Ich würde allerdings den Franchise-Modus bevorzugen, weil ich da ultra scharf drauf bin. Die Karriere hatten wir ja schon in der Demo-Version durchgezockt, komplett. Aber ich habe mal kurz eine Frage. Und zwar, was ist Eye of the Tiger? Okay, es ist ein Song von dem Film Rocky. Auf jeden Fall, was ist das? Das ist eine Franchise-Community-Ziel. Ich kann hier nichts anklicken, ich weiß nicht, was es kann, ich weiß nicht, was ich da erfüllen muss. Ich vermute mal, Tiger irgendwie im Zoo beherbergen, keine Ahnung. Ansonsten habe ich kurz ein Merkel, und zwar eine Angela Merkel. Und zwar, wenn ich hier draufklicke, wird mir das hier angezeigt, ist ja super. Aber das wegzukriegen, hast du nur dieses kleine Fenster da oben. Das ist für mich schon wieder ein Rückgaberecht des Spiels. Also für mich ist das Spiel schon mal unten durch. So, ansonsten hatte ich auch noch einen Absturz gerade. Denn ich war scharf auf diesen Loot da. Abonniere und erhalte kostenlos Avatar-Kostüm. Habe ich draufgeklickt, aber ich muss wohl sagen, da stand noch ein paar wenige Schritte bis zum Park bzw. bis zum Zoo. So, und dann habe ich aber, bevor ich da was gemacht habe, mein Avatar erstellt habe, habe ich hier draufgeklickt, habe da mich registriert und dann sollst du ein Kostüm bekommen. Ja, habe ich auch gemacht und dann ist das Spiel abgestürzt. Sensationell. Und dann habe ich jetzt gerade neu gestartet und habe dann erstmal meinen Avatar erstellt. Meinen sehr schicken Avatar kann ich dir mal ganz kurz zeigen, wenn ich wüsste, wie ich den mir jetzt heraussuche. Ich würde dir den gerne zeigen. Da bin ich. Das ist dieser schicke Herr. Ich habe gerade 10 Minuten damit verbracht, mich herzustellen. Und man kann immer noch nicht die Schuhe ändern. Ne? Seit der Beta kann man die Schuhe nicht ändern. So, ansonsten würde ich jetzt sagen, Franchise, baue rund um die Welt Zoos und handle mit deinen Tieren. Jawohl, sensationell. Willkommen bei deinem Franchise. Wie möchtest du es nennen? Keine Sorge, wenn dir der Name nicht gefällt, kannst du ihn später noch ändern. Okay, nennen wir ihn Knork Empire. Nennen wir jetzt erstmal so. Ne, wir gucken mal. Hier haben wir ein Nashorn auf so eine Münze geprägt. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh ja, ich bin bereit. Oh, neue Belohnung. So gehört sich das. So, neue Belohnung. Du hast Folgendes bekommen. 100 Blätter. Sehr schön. Okay, was haben wir jetzt hier? Was muss ich jetzt hier machen? Wie gesagt, in der Demo oder beziehungsweise in der Beta ging das ja damals nicht, wo ich das gespielt habe. Dann kam ein Patch raus oder da kamen ja mehrere Updates raus und dann ging das nachher. Und ich war aber schon, dann hatte die Karriere einmal komplett durchgezockt. Okay, Franchise-Leistung, was haben wir denn schon erfüllt? Gar nichts. Ich bin ein voller Noob. Okay, nee, nochmal registrieren würde ich mich nicht. Okay, Franchise. So, was muss ich jetzt hier machen? Franchise bearbeiten, neuer Zoo. Ach so, ich habe 100 Blätter bekommen. Aktuell habe ich 800. Wieso habe ich 800? Aber ist, guck mal, orange. Ist orange. Kann ich da noch was ändern? Anzahl der Zoos 0. Okay, Besuchsstatus können wir auch mal kurz angucken. Avatar-Besuche. Also ihr könnt meinen Park gerne besuchen, wenn ihr möchtet. Franchise schließen? Nein. Abzeichen. Oh, da kann man... Oh, oh. Ich mache... Oh, Löwe, Orang-Utan. Oh, da kann man aber sehr viel auswählen. Oh ja, das ist genau mein Ding. Ich tendiere tatsächlich zum Löwen, weil der auch eine orange Mähne hat. So, Banner. Was nehmen wir denn da? Auf jeden Fall was Orangefarbenes. Und ich würde sagen, das. Ist zwar leicht gelblich, aber dann haben wir hier so einen Orangeton drin. Das wäre es natürlich, oder? Das passt auch mit dem Löwen. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. So. Ansonsten, Anzahl der Zoos 0. In allen deinen Zoos 0. Aufgenommen 0. Alles 0. Ich bin eine 0. So, los geht's. Neuer Zoo. Biom auswählen. Okay, Wüste, Graslandschaft, Tropen. Ja, habe ich letztes Mal gehört. Im Reisekatalog stand drin, wo möchten Sie hinreisen? Wüste, Graslandschaft, möchten Sie geweite Ferne sehen? Möchten Sie lieber in die Tropen oder ins Gemäßigte? Die Taiga und Tundra. Was ist denn Taiga? Wohnen da die Tiger? Nee, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir nehmen Graslandschaft. Komm, wir nehmen... Achso, man kann ja auch noch unterschiedliche Kontinente nehmen. Okay,
Graslandschaft ist natürlich ganz klar Europa. Was ist denn Ozeanien? Also diesen Kontinent habe ich noch nicht gehört. Ich habe in Erdkunde öfters Kreide geholt. Ich war aber auch manchmal da. Und ich habe tatsächlich noch nie von dem Kontinent Ozeanien gehört. Was? Wo liegt Ozeanien? Liegt bestimmt zwischen Europa und Russland. So, dann nehmen wir auf jeden Fall Europa. Zoo benennen. Wie nenne ich den jetzt? Kann man den nachher ändern? Das ist jetzt die Frage, weil sonst würde ich jetzt erstmal so einen Zoo nehmen wie dein Zoo. Aber, wie ich jetzt verstanden habe, das ist jetzt erstmal so ein bisschen alles Brainstorming, was ich hier mache. So wie ich verstanden habe, erstellte man ja mehrere Zoos. So, das heißt, ich würde dann sagen, wir nennen den hier Europa. Europa. Europa-Zoo. In der Nähe von Freiburg zu finden. So, Europa-Zoo erstellen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Errungenschaft freigeschaltet. Franchise-Zoo. Jawohl. Ich habe jetzt die Kamera erstmal hier oben. Das hatten wir in der Beta auch so. Und ich würde sagen, gucken wir mal. Vielleicht im Franchise-Modus. Ach, hier ist ja gar nichts. Ja, lol. Okay, hier schon mal gar nichts. Okay, wunderbar. Hilfe. Mir wird keine Hilfe. Die wissen, dass ich Pro bin. Na, was soll ich machen? So, was haben wir hier? Gehegetierarten aufnehmen. Nimm zwei verschiedene Gehegetierarten auf. Dafür kriege ich dann $1000. Oh, sehr schön. Oh, cool. Ah, da haben wir doch. Eye of the Tiger. 75.000 Königstiger züchten. Haut rein, Leute. Haut rein. Wir haben schon 237 von 75.000. Also haut rein. Wir haben nur Zeit bis zum 10. November. Null nicht abgeholte Belohnungen. Okay, da bin ich mal gespannt, was man für Belohnungen kriegt. Ob man dann irgendwie eine Kreuzkombination aus irgendwelchen Tieren kriegt. Keine Ahnung. So, das werden wir ja noch alles sehen. Zoo-Herausforderung. Beziehen sich speziell auf den Zoo, den du im Moment verwaltest. Ja, bis jetzt haben wir nur den Zoo. Und vor allem, wir starten mit Merkel-Gesicht. Warum? Warum startet man? Kann man nicht so Neutral-Gesicht erstmal machen? So. Oh, mollige 42 Grad haben wir dir. Sehr schön. Nimm zwei verschiedene Tierarten auf. Kriegen wir bestimmt hin. So, was haben wir hier? Mitarbeiter. Werkstatt. Du brauchst eine Werkstatt. Du brauchst ganz dringend eine Werkstatt. Okay. Noch ganz kurz. Ich werde sehr viele Let's Plays damit machen. Es werden, ja, also seit Planet Coaster rechne ich mit sehr vielen Let's Plays. Deswegen gehe ich auch in den Franchise-Modus. Und auf jeden Fall, ich werde mir Zeit lassen. Hatte ich bei Planet Coaster ja auch. Da werde ich mir echt, lasse ich mir viel Zeit. Und es wird keine Timelapse geben. Vorerst. Sagt niemals nie. Deswegen, weil wenn wir irgendwas, ich sag mal, irgendwie aus der Reihe was bauen oder so, und dann nachher heißt es, oder ich baue dann das mit Timelapse, ne, dass ich so eine Sonderfolge mache oder so, dann heißt es ja, hör mal, du hast gesagt, du baust nie mit Timelapse, deswegen halte ich mir das Türchen offen. Aber in normalen Let's Play werde ich nicht mit Timelapse arbeiten, weil ich einfach hier sehr viel Interaktionsmöglichkeiten habe mit Tieren, mit Menschen, ne, mit Mitarbeitern. Mitarbeiter sind ja keine Menschen und so weiter und so fort. So, Werkstatt. Du brauchst eine Werkstatt. Weil wenn mal wieder die Schrauben locker sind bei irgendeinem Orang-Utan. So, dann gucken wir mal. Du brauchst eine Werkstatt. Du brauchst eine... Kann ich hier nicht draufklicken? Okay. Das Gute ist, die Beta ist ja schon länger her und ich weiß natürlich ganz genau noch, was ich damals alles gemacht habe. Und ich muss sagen, das Spiel läuft jetzt schon mit 60 Frames. Hohoho, sehr geil. Okay, und ich habe höchste Auflösung. Geil. Okay, freue mich. Du brauchst eine Werkstatt. Ja, ich brauche... Lass mich raten, ich brauche eine Werkstatt. Kann ich die Fenster eigentlich ziehen? Nee, leider nicht. Okay, dann wollen wir mal langsam hier anfangen. Wir gucken mal Einrichtungen. Da finde ich bestimmt eine Werkstatt. Ich muss mich, wie gesagt, erstmal so ein bisschen hiermit zurechtfinden. Inspektoren kommen in 22 Monaten. Sollen sie die Bäume, das Rasen, alles können sie inspizieren, wenn sie möchten. Okay, Gästeeinrichtung, Mitarbeitereinrichtung. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Forschungszentrum, Planet Zoo, Forschungszentrum klein, Handelszentrum, Mitarbeiterraum, Quarantäne, Tierarztpraxis, Werkstatt. Das letzte, natürlich. Es ist das letzte. So, dann, okay, ich denke mal, das sind die Rohlinge, da kannst du dann später drumherum bauen. Also, aber ich nehme jetzt erstmal das hier, das Vorgefertigte, und setze die Werkstatt hier hin. X-Taste geht, ne? X-Taste geht. Aber die T-Taste...
Teetasse geht. Teetaste geht. Haben die hinzugefügt. Geil. Weil ich wurde ja... Warte mal. Oder geht die nicht? Vertue ich mich jetzt gerade. Nee, die geht nur langsamer. Aber... Nee. Also Teetaste funktioniert. Die Teetaste funktioniert. Aber langsamer ist das einfach nur. So. Ich würde sagen, dann setzen wir das... wo ist denn der Eingang? Hier ist der... Nee, geht doch. Geht tatsächlich. Krass, die T-Taste funktioniert. Geil. Kann man nämlich dann hier dran sehen. Weil wenn du jetzt T wieder drückst, ne, dann kannst du nicht so... Wow. Okay, die T-Taste funktioniert auf jeden Fall. Habe ich jetzt die T-Taste? Ja, okay, besser. Sehr gut. Okay, das ist der Werkraum. Das ist der Eingang. Dann würde ich sagen, platzieren wir das jetzt hier. Sehr schön. Okay, wir haben schon mal eine Werkstatt. Wir sind gut. So, Wege. Was nehmen wir denn für einen Weg? Asphaltheller Weg. Die Frage ist jetzt, gibt es hier wieder nur so eine Anzahl an Wege und du kannst nachher welche freischalten oder sind direkt alle freigeschaltet? Oh, das sind Fragen über Fragen, ne? So, was haben wir denn jetzt hier für einen Weg? So ein Pflasterweg. Rustikales Pflaster. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Breite. 10 Meter sind es nicht. Nein, sehe ich auch noch nicht. Ja, das ist es. So, Winkelausrichtung hat man ja gelernt im Plankurser. Das Gute ist, wenn du vorher Plankurser gespielt hast, fühlst du dich hier ziemlich heimisch schon. Okay, was ich sehr gut finde. So, dann machen wir hier erstmal so einen fetten Weg, so einen fetten, ne, Durchgangsweg, damit die hier erstmal reinströmen können. Und dann brauchen wir erstmal so einen Seitweg, so einen Seitenweg für die Mitarbeiter. Warte mal, es gibt doch Mitarbeiterwege mittlerweile, ne? Das haben die sich bei Parkitect abgeguckt. So, Mitarbeiterweg. Den Mitarbeiterweg, ja, den machen wir bestimmt so breit. Den machen wir auf, schön auf 4 Meter. Das sind 4 Meter? Really? Okay, das sind 4 Meter. Rasterausrichtung funktioniert sogar auch. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, Rasterausrichtung. Warum ist das nicht eckig? Warum ist das denn nicht eckig jetzt? Kurios. So, ist ja egal. So, das ist der Mitarbeiterweg. Das ist der Mitarbeiterweg. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz. Ich möchte das ganz kurz. Nee, klappt doch nicht so. Also die T-Taste funktioniert doch nicht so, wie ich das mir gedacht. Ja, doch, so ein bisschen. Also die T-Taste, ich kann nicht näher ranzoomen. Das ist das Problem. Weil normalerweise kannst du ja, wenn du jetzt so hast zum Beispiel, kannst du, rausgleiten, ne, mit der T-Taste. Und das funktioniert hier nicht so. Es funktioniert aber, zum Beispiel dieses Hoch- und Runter-Gucken. Wenn du jetzt T wieder drückst, kannst du das nicht machen. Zum Beispiel, ne? Also das ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ansonsten haben wir hier unsere Werkstatt. Die ist aber echt schön. Guck mal, wir haben hier alles. Wir haben hier eine Säge. Dann haben wir hier ein Mais. Ich zähle jetzt alles auf, klar. So, da haben wir eine Gebrauchsanweisung, wie man mit dem Hammer agiert. Ne? Also, wie hämmert man? Sehr schön. Aber die hätten hier mal ruhig aufräumen können, finde ich. Also, das finde ich jetzt unter aller Sau. Okay, da oben ist noch Küchenrolle. Dann haben wir hier noch ein paar Blaupausen. Wie zeichnet man einen Hammer zum Beispiel? Und wer ist hier zusammen? H plus J. Okay, H plus J ist zusammen. Die haben hier ein Techtelmechtel anscheinend. Und die sind die Nummer 1 im Hammer-Business. Okay, und dann haben wir hier noch eine Klospülung. Nee, was ist das? Ach so, von der Lampe. Ja klar, weil es gibt keinen Lichtschalter hier, man muss dran ziehen. Okay, und eine Drehfräse haben wir. Aber sehr geil. Also ohne Mist, sehr, sehr schön eingerichtet hier. Was haben wir da? Schof Oemia Wanpi. Ah ja, die haben ja diese Sprache, ne? Warte mal, wie heißt die nochmal? Oh, wie heißt die Sprache nochmal? Die Sprache heißt Planko. Planko, ja genau. So, dann brauchen wir, was brauchen wir jetzt? Was haben wir jetzt hier? Gänzliche Anzahl. Habe, in, ist nicht zeitlich beschränkt, ne? Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. So, habe in deinem Zoo mindestens 300 Gäste. Dafür kriegen wir $1000. Das ist schön. Okay. Tierarztpraxis brauchen wir jetzt. Dann gucken wir mal nach einer Tierarztpraxis. Ist wahrscheinlich die vorletzte, ne? Nee, Tierheger. Tierarztpraxis. Okay, Tierarzt. Ja, die ist ein bisschen größer. Okay, die ist ein bisschen größer.
Aber ist ja jetzt nicht so tragisch, denn dann setzen wir die jetzt hier hin. Ja, so. Dann brauchen wir einen Mitarbeiterweg. Wieder mal. Ach so, ich komme da nicht rum. Guck mal. Und wenn ich jetzt aber sage Rasterausrichtung zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage hier Rasterausrichtung, ne? Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel hier entlang, hier und dann da. Und dann können wir das nämlich so anbinden. Ich bin halt Profi, was soll man machen? So, dann gucken wir mal, wie das hier so aussieht. Warte mal, ich guck mal kurz. Ist noch relativ leer, weil wir haben ja noch keine Angestellten. Aber hier ist schon mal alles vorbereitet für die. Und dann werden hier vielleicht Tiere... Nein! Klörf, Hubu, Oi, Rapup, Rubu. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Das ist es. So, PC haben wir auch. Windows 10 ist, glaube ich, installiert. Da haben wir noch ein paar Heftchen. Mit Rüssel. Und ansonsten haben wir hier Amana. Wie geil ist das Bild denn, bitteschön? Ohne Mist, ich feiere Frontier für so Details, ne? Ah, schön. Wie sieht denn der Eingang aus? Ja, der ist schick. Der ist schick hier, vor allem mit diesen Felsen, gefällt mir gut. So, da mal. Oh, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Dadurch, dass ich im Planet-Coaster immer halt im Pausenmodus arbeite, gibt es diese Tag-Nacht-Wechsel ja nicht mehr. Inspektor kommt in 17 Monaten. Ja, GG. Okay, wir brauchen Mitarbeiterraum. Gehege, Einrichtungen, Mitarbeiterraum. Mitarbeiterraum klein. Kann ich nicht drehen? Wieso? Achso, warte. Mit der Leertaste wollte ich drehen. Warum das denn jetzt? So, Mitarbeiterraum könnten wir theoretisch hier hinsetzen. Erstmal. Ne? Erstmal schön alles relativ kompakt und das machen wir jetzt auch direkt hier neben. Das sieht dann aus wie so eine Jugendherberge. Okay, dann brauchen wir wieder einen Weg, Rasterausrichtung und dann gehen wir jetzt hier weiter und dann docken wir da an. So. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal im Mitarbeiterraum, was hier so geboten wird. Oh, das ist aber mal sehr, sehr schick. Guck mal. Nur eine Frage. Warum? Oh, die Uhr will ich aber haben. Die Uhr finde ich aber mal mega schick. Vor allem dieser Rüssel. Okay, sieht ein bisschen aus wie... Kennst du diese Partyspiele für Kinder, die dann so einen Eselschwanz mal so anstecken? Das sieht so ein bisschen aus, ne? Nicht so original wie so ein Rüssel, aber okay. Dann haben wir hier noch eine Teeparty mit Hotdogs, die da schon, was weiß ich, wie lange liegen. Und dann haben wir noch ein Handtuch. Warum auch immer. Wahrscheinlich haben die hier Fenster geputzt oder so. Und, ja, natürlich hier ungespülte Sachen und Untersetzer. Wunderbar. Die Tassen sehen aber auch cool aus. Die gibt es bestimmt irgendwann mal so im Merch-Shop von denen. Und das ist Ampf. Vitamin. Okay, es ist dunkel. Sollen wir, komm, wir lassen den Tag-Nacht-Wechsel einfach laufen. Oh, guck dir mal die Sterne an. Also das hat Frontier wirklich drauf, ne? Mann! Oh, guck dir mal hier. Wie heißt das nochmal? Linz? Linze? Linz? Linz? Irgendwas? Oh, krass. Da brauchst du gar keine Bilder aufnehmen. Du kannst hier einfach so Screenshots machen und dann hast du schon... Geil. Okay, was brauchen wir noch? Tierpflegerhütte. Die brauchen wir noch. Quarantäne, also 4 Gebäude brauchen wir noch. Handelszentrum würde ich dann, glaube ich, hier frontal setzen. Ja, Tierpflegerhütte setzen wir hier vorne hin. Einrichtung Tierpflegerhütte, die habe ich doch vorhin gesehen. Tierpflegerhütte klein. Wieso will ich mit Leertaste immer drehen? Ich weiß es nicht. So, oder? Dann sind wir genau gegenüber. Aber ich muss mal kurz gucken, weil das ist ja nur ein Block wieder. Das war so, ich sag mal, ungefähr die gleiche Entfernung haben wieder auf der linken Seite. Ich würde sagen, dann setzen wir das hier hin. Ja, okay. Was haben wir da? Noch eine Aufgabe.
Gewinn aus Souvenirverkäufen. Der macht so einen halben Dab so. $500, alles klar. Weißt du, meine Aufgaben sind bald voll und ich habe noch nichts gekriegt, hingebekommen. Wieso macht er denn hier einen anderen Weg? Kann man den nicht ändern? Hä? Das ist blöd. Okay. Gucken wir mal. Natürlich gucke ich mir das wieder an. Keep. Wie heißt das? Keeper hat S. Das ist die Small-Version. Okay. Was haben wir denn hier? Warte mal, das kenne ich. Das ist aus der Beta, ne? Hatten wir das schon? Ja. Talk to the hand. Okay. Ja, lecker. Für Leo Löwenherz ist hier auch schon vorgesorgt. Aber Hygiene ist am Start. Und Messer sind auch noch alle da. Und da liegt ein Handschuh. Warum wurde hier ein Handschuh vergessen? Da müssen wir auch nochmal mit den Leuten reden. Und vor allem, die Bananen gammeln ja nicht. Die werden nicht braun oder so. Nein, hier doch nicht. Nein. Okay. So, nächste. Was brauchen wir noch? Handelszentrum, Forschungszentrum. Forschungszentrum würde ich sagen, ne? Gucken wir mal. Einrichtungen. Inspektor. Ja, Inspektor. Bla, bla, bla. So, Handelszentrum, Forschungszentrum. Okay, Forschungszentrum ist einer, den könnten wir hier eventuell hinsetzen. Dann Handelszentrum ist auch einer. Forschungszentrum. Wieso ist das denn jetzt? Hast du gesehen, das ist weggegangen? Quarantäne, geil. Das ist jetzt wollte ich schon wieder Leertaste. So, dann können wir das nämlich jetzt hier. Nein, können wir nicht gegenübersetzen. Skandalös. Dann setzen wir das hier hin. Ne, ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach das jetzt ganz dreist hier hinzusetzen und ein bisschen zu drehen vielleicht. Oder? Warte mal. Ich versuche das nochmal kurz. So. Und dann können wir das nämlich jetzt... Ich muss jetzt den Abstand wieder haben. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken. Moment. Kann ich hier... Ne, kann ich auch nicht. Das bringt auch nichts. Okay. So, oder? Müsste passen. Okay, jetzt muss ich aber den Weg wieder hier entfernen und muss den austauschen. So, erstmal. Das sah komisch aus gerade, ne, der Weg. Aber jetzt ist besser. Jetzt ist viel, viel besser. So, dann brauchen wir, was war jetzt hier? Einrichtungen, hallo? Kannst du mir nochmal bitte zeigen, was du wolltest? Handelszentrum hatten wir, ne? Ne, Handelszentrum brauchen wir noch, stimmt. Jetzt wollte ich schon wieder hier. Okay. Ein bisschen rüber, noch ein bisschen hier, ne? So. Warte, ich wollte erstmal wieder gucken, natürlich. Entschuldigung, ich muss natürlich jetzt erstmal gucken, wie das... Also ich finde, das ist der bestdesignteste Raum. Also der Quarantänebereich ist für mich mit Abstand das Beste, was ich jemals gesehen habe. Herrlich. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Warte mal. Hast du gerade gesehen? Da war irgend... Was passiert denn jetzt hier? Guck nicht ins Licht. Ich sehe ganz viele Sachen. Muss das so? Alter, was ist denn hier los? Gut, dass ich das auf Video habe. Da tut mir keiner glauben. Das ist keine Quarantäne. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, da darfst du keine Drogen mehr nehmen oder sowas. Okay, Wege. Erstmal wieder hier wegmachen und dann den da hinsetzen. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. Natürlich diesen Raum noch hier. Ja, ist genauso designt, ne? Also, ich finde... Sind hier auch diese Sternenhimmel? Nee. Fand ich den anderen wirklich besser. Das war jetzt, was? Trade Center. Okay, das ist das Trade Center und das ist das andere. Quarantäneraum, genau. So, und dann brauchen wir aber noch... Forschungszentrum. Ja, genau, wir brauchen noch das Forschungszentrum. Nee, Forschungszentrum... Nee, haben wir noch gar nicht. Stimmt. Haben wir noch gar nicht. So, erstmal drehen. Dann setzen wir das... So, ne? Dann haben wir alles auf einem Fleck.
Wie so eine Little City, würde ich sagen. So, pass auf, dann machen wir hier nämlich. So. Okay, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ah, besser. Besser. Viel besser dieser. Obwohl der eine Raum, dieser Halogenraum, der hatte schon was für sich. Okay, wir haben hier Uda. Dann haben wir, ich glaube, das heißt DNA normalerweise. Wie spät haben wir denn? Oh, die Zeit rennt. Die Zeit rennt, meine Freunde. Wir müssen reinhauen. Dann haben wir hier Saprum. Pevoldu. Exitus. Dirdistus. Dann haben wir hier Plättler Putzda. So musst du sitzen, ne, damit du keine Rückenschäden kriegst. Und so kriegst du Rückenschäden. Deswegen immer gerade sitzen. Okay, und dann ist hier ein Karton. Ich wollte jetzt sagen, das ist so eine Hundeschnauze, aber das ist ein Karton. Und dann haben wir hier natürlich noch Planet Coaster. Wie geil ist das denn? Guck mal hier, Planet Coaster. Als Video, warte mal, was sind denn die anderen Spiele? Sind das schon irgendwelche Hinweise? Tatsache, Planet Coaster 2. So sieht die Verpackung später aus. Müssen wir uns merken, hellblau oder rot, eins von beiden. Oder ist das Fortnite? Könnte auch Fortnite sein, ne? So, jetzt haben wir schon mal alles gebaut und ich bin jetzt echt glücklich, weil wir haben schon einiges geschafft. Und damit beende ich diese Folge. Ich habe ja gesagt, ich lasse mir ein bisschen Zeit. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann vermutlich die ersten Tiere begrüßen dürfen, die ersten Gäste hoffentlich, die ersten Aufgaben und so weiter und so fort. Ohne Mist, ne? Ich habe jetzt 7 Gebäude platziert und macht jetzt schon Bock. Allein, ne, die Details zu gucken. Sowas finde ich immer so, so geil. Schreib mir mal gerne Kommentare, was du von dem Spiel hältst, ob du das spielst, ob du da Bock drauf hast, ob du das feierst, ob du das irgendwas negativ findest, außer, dass man die Schuhe nicht editieren kann. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Auf die nächsten 1000 Folgen. Bis dann. Tschüss.